Zeit als Paradigma der geschichtswissenschaftlichen Forschung ist in den letzten 20 Jahren intensiv betrachtet worden. Mit den Mitteln der hermeneutischen Analyse gelingt es uns hervorragend, zeitlichen Wandel zwar methodisch nicht immer ganz stringent, dafür inhaltlich aber mehrdimensional und quellenkritisch zu fassen. Sucht man jedoch in den Digital Humanities oder der Digital History nach Projekten und Ansätzen, die auch unter den Bedingungen der formal exakteren Methoden versuchen, große oder lange Datenreihen abzubilden, kommt man schnell auf ein überschaubares Angebot. Vorbildlich versucht etwa das wirtschaftsgeschichtlich orientierte Werk Deutschland in Daten einen Überblick über solche Zeitreihen zu geben. Geschichte beginnt hier jedoch erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts, weil eben die aggregierten Daten aus dem statistischen Zeitalter erst dann ihren Anfang finden und einen halbwegs effektiven Zugriff erlauben. Davor einsetzende Analysen blieben bis vor kurzem eine mit eher zu vielen Herausforderungen versehene Option. Nun aber bieten die Möglichkeiten der Volltextdigitalisierung von Hand- und Druckschriften sowie verschiedenster Techniken der Extraktion von Entitäten für Massendatenanalysen neue Voraussetzungen und Chancen. Allerdings bleiben solche Versuche häufig nicht ganz unbestritten. Während sich in der Digital Humanities ein schon selbstverständlicher, wenn auch nicht immer unkritischer Umgang mit Massendaten, Algorithmen und zumeist querschnittsorientierten Analysen entwickelt hat, begegnet man in der Geschichtswissenschaft solchen Ansätzen noch nicht immer mit ganz großer Offenheit. Dies liegt nicht nur an den intensiven Methodendiskussionen der 1990er Jahre, in denen sich Geschichtswissenschaft von großen Massendaten ab und den eher detailgenauen Mikrostudien mit vielen neuen Fragestellungen und Impulsen zugewandt hat. In den letzten zwei Jahrzehnten habe ich nicht wenige Diskussionen geführt, in denen Forschende der eigenen Zunft es geradezu als Unmöglichkeit betrachtet haben, spezifische Entwicklungen oder Prozesse über längere Zeiträume wirklich konsistent analysieren zu können. So erging es mir selbst mehrfach mit meinen Forschungsprojekten zur Berufswahl und Berufsanalyse über Epochengrenzen hinweg. Der frühneuzeitliche Berufsstand sei etwas völlig anderes als die auf normativen Berufskonzepten aufsetzenden beruflichen Tätigkeiten der Moderne, finden wir immer wieder eröffnet. Eine Auffassung, die sich in der Forschungslandschaft mittlerweile in relativ separierte Forschungsbereiche zur ständischen Gesellschaft auf der einen und der industriellen Berufsgesellschaft mit normativen Regelungen auf der anderen Seite ausdifferenziert haben. Doch stellen Berufe, die uns in mittelalterlichen oder frühneuzeitlichen Quellen massenhaft entgegentreten, wirklich im Längsschnitt unvergleichbare Kategorien dar? Weil beispielsweise die Eintrittsbedingungen in einen Beruf durch die ständischen Ordnungen geregelt war und bestimmten sozialen Gruppen bereits mit der Geburt spezifische Lebenschancen zuwiesen? Macht es einen gravierenden Unterschied, ob der Bäcker der frühen Neuzeit sein Brot mit der Hand knetete, während der heutige dies maschinell erledigt? Abstrahiert könnte man fragen, ob man qualitative Untersuchungsgegenstände tatsächlich nicht mit formalen Methoden analysieren kann, weil ihre Gegenstände einfach zu komplex sind und weil sich die Inhalte der Berufstätigkeit veränderten. Ich selbst glaube ja eher, hier werden die Methode des Vergleichs und ihr Ergebnis vertauscht. Überdies kann man beobachten, dass solche Vorbehalte nicht alle Aspekte einer langzeitbasierten Forschung entgegengebracht werden. Präsentiert man Zeitreihen mit anerkannt statistischen oder eben seit langer Zeit traditionell standardisierten Daten wie etwa dem Alter, bekommt man solche Argumente nur sehr, sehr selten zu hören. Geht es um komplexere Inhalte wie etwa den Beruf, ist ganz das Gegenteil der Fall. Daher möchte ich im Folgenden anhand eines Vergleichs der quantitativen Kategorie Alter und der qualitativen Information Beruf zentrale Hürden des zeitlichen Vergleichs aufzeigen. Gleichzeitig möchte ich diskutieren, welche Verfahren und Methoden wir vielleicht brauchen, um tatsächlich solche Wege langfristig angehen zu können. Anhand dieses Vergleichs möchte ich zeigen, warum ich die Unterschiede für beide Betrachtungsformen für weniger ausschlaggebend halte, als dies häufig unterstellt wird, und zudem aufzeigen, wie ich die Herausforderungen für langfristig lösbar halte.
Darüber hinausgehend möchte ich mich dafür stark machen, den zeitlichen Vergleich für Digital History als eine Kernkompetenz oder vielleicht eher Kernzielstellung zu betrachten, die wir methodisch vorantreiben und handhabbar machen sollten. Um tatsächlich das, was immer wieder gefordert wird, auch Wirklichkeit werden zu lassen. Nämlich Digital History zu mehr inhaltlichen statt technischen Fragestellungen zu führen. Wie sich zeigen lassen wird, ist diese Entwicklung eng mit der Entwicklung neuer Prinzipien des Umgangs mit Forschungsdaten und Standards von Normdaten verbunden. Vor allem unter dem immer wieder aufsteigenden Legitimationsdruck unseres Faches bieten methodische und digitale Angebote für die Langzeitanalyse breite Anwendungsmöglichkeiten für viele Forschungsdisziplinen. Im Rahmen der Entwicklung von nationalen Forschungsdateninfrastrukturen und digitalen Zukunftsstrategien wird immer wieder danach gefragt, welchen Input historische Geisteswissenschaften im Gesamtkontext digitaler Forschungsstrategien liefern können. Die Verbindung der Analyse von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in zentralen Fragestellungen auch auf digitale Quellenbestände, Methoden und Massendaten zu übertragen, ist nach meiner Meinung ein zentraler Anknüpfungspunkt für viele Forschungsprojekte. Und wer, wenn nicht die historische Forschung, könnte hierfür Expertise stellen oder entwickeln? Wenden wir uns den beiden Beispielen im Vergleich zu und lassen Sie mich kurz die Grundlagen nennen, die ich im Folgenden verwende. Die Daten und Übersichten zur Berufsforschung entspringen der Erarbeitung der Ontologie der historischen deutschsprachigen Amts- und Berufsbezeichnungen, kurz ODAB, einem Werkzeug zur Entitätserkennung und Klassifikation von Tätigkeiten und Berufen. Dieses am Historischen Datenzentrum Sachsen-Anhalt entwickelte Werkzeug mit mittlerweile ca. 40.000 klassifizierten Berufsnamen für ca. 300.000 Schreibvarianten lässt sich beispielsweise auch in die Werkzeuge der Named Entity Recognition einbinden. Zudem wurde von Jan Goldberg im Rahmen seiner Dissertation ein Algorithmus zur Implementierung der ODAB in komplexe Datenstrukturen mit verschiedenen Qualitätsgütern und Sprachen entwickelt. Dieses Werkzeug wurde genutzt, um einen Datensatz des Vereins für Computergenealogie mit ca. 10 Millionen Angaben zu Berufen von Einzelpersonen zu klassifizieren, der kurz eine Rolle spielen soll. Der dritte verwendete Datensatz zum Alter von Verstorbenen stammt zum Teil aus einem Schülerforschungsprojekt meines Sohnes Jakob Möller. Er konnte unter der Fragestellung, ob der Mensch im Prinzip unsterblich werden könnte, eine Zeitreihe von Sterbedaten der Mariengemeinde in der Stadt Halle-Saale von ca. 450 bzw. 350 Jahren zusammenstellen. In den Zeiten der Epidemie kann der Blick auf diese Daten zudem ganz nebenbei Mut machen, weil sie uns zeigen, in welch vergleichsweise komfortable Situation wir uns heute trotz aller Einschränkungen und digitaler Tagungen befinden. Wie mit jedem anderen Forschungsprojekt stellt sich natürlich die ganz grundlegende Frage nach den Quellen. Dabei liegt schnell auf der Hand, dass die Modellierung einer langen Datenreihe in jedem Projekt Lösungsansätze erfordert, die das Ungenaue, das Lückenhafte und das Unvollständige irgendwie handhabbar macht und Grundsätze der historischen Quellenkritik ebenso wie der informatischen Modellierung und statistischen Analyse berücksichtigt. Es ist letztlich Grundbedingung für jede historische Forschung, nur über einen gebrochenen historischen Blick zu verfügen und damit methodisch umzugehen. Ich will hier nur kurz auf einige systematische Probleme eingehen. Der Altersbetrachtung war natürlich eine natürliche Grenze gesetzt, weil mit den Kirchenbüchern in Halle erst ab dem Ende des 16. Jahrhunderts überhaupt solche Informationen in einer bestimmten Breite verfügbar sind. Ähnlich bedeutend für die Auswertung war der Wechsel von einer Quelle zur nächsten mit einem Bruch zwischen Methoden der Erfassung und Verfahren der Datenerhebung sowie den Zugriffsmöglichkeiten darauf. Mikrodaten zum Alter der Verstorbenen stammten nur aus der Kirchbucherhebung für den Zeitraum zwischen 1670 und 1820 bereit. Dabei verloren die Kirchenbücher im Verlauf des 19. Jahrhunderts erheblich an Aussagekraft, weil Menschen zunehmend aufhörten, der Kirche anzugehören. Erst ab 1871
wurde dies von den standesamtlichen Registrierungen aufgefangen. Für die Zeit vor 1670 und nach 1820 mussten wir zusätzlich zum Quellenproblem mit dem Rückgriff auf aggregierte Daten umgehen. Für das hier skizzierte Projekt mussten wir uns mit der Verkürzung unserer Analyse um ca. 100 Jahre, nämlich dem Einsetzen der eigenen Aufnahmen, zufrieden geben. In einem riesigen Forschungsprojekt könnte man heute natürlich, beziehungsweise vielleicht auch noch eher zukünftig, mit Mitteln der Digitalisierung der Quellen, der automatisierten Handschriftenerkennung und der Entitätenextraktion beginnen, diese verschiedenen Quellen ebenso auswertbar zu machen. Ich möchte an dieser Stelle nicht diskutieren, wie sinnvoll das wäre, sondern nur festhalten, für unser Forschungsvorhaben war die Sterblichkeit von Säuglingen, Totgeburten und jeweils 10-jährig umfassende Altersgruppen möglichst differenziert nach Geschlecht die Wunschvorstellung für die Analyse. Bei verfügbaren Mikrodaten hätten wir auch alle benötigten Informationen so extrahieren können, wie das für die Analyse angestrebt war. Dieses Detail unterstreicht die Publikation von Mikrodaten statt aggregierter oder kategorisierter Daten, was vor allem für das entstehende Forschungsdatenmanagement und weitere Digitalisierungsstrategien in der Geschichtswissenschaft wichtig erscheint. Für die Zeit nach 1670 haben wir nur auf aggregierte Daten zurückgegriffen und selbst dies war schwierig. An Mikrodaten wären wir gar nicht herangekommen. Ich will nur als Randnotiz anmerken, dass nach der Recherche in etlichen Bibliotheken und Archiven sowie der Verwendung von mehr als 100 Quellen mein Sohn aufgrund des hohen Aufwandes fast die Trennung oder Scheidung von mir verlangt hätte. Wichtig erscheint mir noch ein Verweis darauf, dass nicht die vorstatistische Zeit, sondern gerade die Zeit des 20. Jahrhunderts die größten methodischen Probleme bereitete, weil in der DDR zwar viele Daten erfasst, aber aufgrund der Geheimniswahrung häufig nicht publiziert und Quellen aufgrund der turbulenten Geschehnisse von Wende und Wiedervereinigung entweder gar nicht in Archiven landeten bzw. bis heute nicht erschlossen worden sind. Aufgrund des Rückgriffs auf aggregierte Daten führen Datenschutz- und Erfassungsrichtlinien von Behörden in der heutigen Zeit eher zu mehr Analyseproblemen als in der Zeit der frühen Neuzeit, wo vorwiegend die Quellenerschließung mit digitalen Mitteln ein Hindernis bleibt. Für die Daten aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hatten wir zudem mit dem Problem zu kämpfen, teilweise über zwei oder noch mehr Datenreihen mit verschiedenen Zählweisen zu verfügen, da das föderale System in Deutschland für diese Erfassung gleich mehrere Behörden die gleiche Aufgabe besitzen. Insgesamt müssen wir uns für die Langzeitanalyse im Rahmen von Digital History also überlegen, wie wir methodisch Mikrodaten und aggregierte Daten miteinander verbinden. Während nämlich die meisten Quellen der Vormoderne als Mikrodaten, also als auswertbare Texte vorliegen, die mehr oder weniger nur noch die Digitalisierung benötigten, besitzen wir seit dem 19. Jahrhundert häufig eher oder wenigstens auch Auswertungen und Zusammenfassungen in Form von Statistiken, während die eigentlichen Mikrodaten in dieser Zeit schon häufiger vernichtet wurden oder aufgrund von Datenschutzregelungen unzugänglich bleiben. Ähnliches ließe sich jetzt für die qualitative Kategorie der Berufe aussagen, mit einem entscheidenden Vorteil. Ganz im Gegensatz zur quantitativen Variable des Alters konzentrieren sich serielle Angaben zum Beruf bzw. zum Berufsstand nicht allein auf die Kirchenbücher, sondern bieten durch eine Vielzahl von verstreuten Quellen wie Besitz, Einwohner, Bürgerrechtsverzeichnisse sowie den zahlreichen Steuerregistern ganz andere Möglichkeiten, um aus dem jeweiligen zeitlichen Querschnitt dann auch Längsschnittdaten zu erzeugen. Ja, das wird jetzt aber etwas visionärer. Auch abseits von seriellen Quellen lassen sich Berufsangaben zu Individuen mit Angabe von Ort und Zeit auch in zahlreichen anderen textuellen Quellen finden, die sich auslesen lassen, wenn beispielsweise Berufsangaben mittels Named Entity Recognition erkannt oder mittels TI auch in Texten ausgezeichnet werden. Über Methoden des Umgangs mit Mehrfachnennungen von Personen, eine Aufgabe, die das D in Digital History in Form besserer Verfahren für das
Record-Linkage bzw. die Personenidentifizierung in Massendaten noch weiter entwickeln muss, als dies bisher der Fall ist, könnten wir hier zu viel besseren und vor allen Dingen aussagekräftigeren Datengrundlagen kommen, als dies Beispiel überhaupt für das Alter der Fall ist. Dies leitet über zur Modellierung von Daten, denn viele dieser Quellen repräsentieren immer wieder gleiche Informationen, die wir dann vielfach messen und auswerten. Dies stellt bereits heute in vielen Corpora der automatisierten Analyse ein Problem dar und macht auch die Auswertung von rein digitalen Quellen bzw. oder beispielsweise von Postings, von Doppelpostings in Foren erst recht schwieriger. Allerdings ist die Identifikation des Individuums gar nicht so einfach, weil, zumindest in der frühen Neuzeit, Namensbezeichnungen je Quelle sehr stark variieren. Zur Illustration zeige ich Ihnen einmal eine Auswertung nach Berufsgruppen mit einem Datenbestand von ca. 300.000 Einzeldaten hallischer Personen, die in den verschiedensten Quellen, Sterbe-, Geburts-, Heiratsregistern, eingegangen sind und registriert wurden. Und sie zeigen jeweils den Beruf des Haushaltsvorstandes, der eben bis zu 150 Mal in einem Datensatz auftauchen kann, weil die Familie aus Kindern, Ehefrau, Gesinde etc. besteht. Mit einer modifizierten Variante der Kölner Phonetik habe ich die einzelnen Haushaltsvorstände ermittelt und die Berufsstruktur in der oberen A-Reihe wiedergegeben. Die Grafik der B-Reihe dagegen zeigt die statistische Auswertung über alle Fundstellen, das heißt jeden einzelnen Treffer. Der größte Ausreißer findet sich beim Militär hier mit der 10 charakterisiert. Die Familien der Militärhaushalte waren offenbar besonders groß und registrierten im Verhältnis sehr viel mehr Taufen- oder Sterbefälle, weshalb bei der Zählung über alle Fälle etwa 20% des Datensatzes auf das Militär entfielen, während die Einzelzählung nach individuellen Haushaltsvorständen nur 7,3% umfasste. So viel vielleicht zur Modellierung des zeitlichen Wandels mit sehr vielfältigen Ansprüchen an die historischen wie auch die modernen Grundlagen von Methoden, Verfahren und Quellen. Gleichzeitig wandelten sich aber ebenso Ereignisse, Prozesse, Kategorien und Begriffe in ihren zugeschriebenen Wahrnehmungen. Gleiche Begrifflichkeiten konnten natürlich unterschiedliche Bedeutungsbeschreibungen oder inhaltliche Bestimmungen enthalten. Der gleiche Inhalt kann aber auch unter ganz neuen Begrifflichkeiten auftauchen. Das Werden und Vergehen zu betrachten, ist immer eine Schwierigkeit des forschenden Zugriffs. Durch eine Sammlung einer Vielzahl von Berufsnamen ist es aber sehr viel einfacher möglich, genau dieses Werden und Entstehen und Vergehen zu beobachten. Erstaunlicherweise wird es allerdings bei qualitativen Begriffen wie dem Beruf sehr viel vielfältiger und kritischer reflektiert als bei statistischen Daten wie etwa bei der Altersangabe. Dennoch verfügt natürlich jede Quelle auch beim Alter über ihre ganz eigenen Zählweisen und Formen der Zusammenfassung. Ein bekanntes Problem stellt etwa die Häufung von Altersnennungen zu den runden Jahren dar. Menschen sagten in Halle im 18. Jahrhundert etwa doppelt so oft, sie seien 20, 40 oder 60 Jahre alt, statt dass sie 21, 41 oder 61 Jahre sagten. Ich sage auch immer, ich bin 29. Andererseits wurde selbst bei älteren Menschen von den Pastoren noch liebevoll die durchlebten Wochen, Stunden und manchmal gar Minuten aufgeschrieben. Hier gibt es natürlich statistische Verfahren der Simulation, Schätzung, Hochrechnung oder des Extrapolierens von Daten, die uns helfen, mit diesen Informationsungenauigkeiten umzugehen. Aber sind solche Ansätze adäquat? Entspricht nicht das heutige Lebensalter eines 18-Jährigen, 80-Jährigen in der frühen Neuzeit eher dem Alter eines 50- oder 60-Jährigen, vor allen Dingen mit Hinblick auf das Durchschnittsalter dieser Zeit? Wir selbst hätten bei der notwendigen Zusammenfassung unserer Altersgruppen die Erwachsenen zwischen 20 und 80 Jahren, wie hier in der Grafik, wenigstens noch mit einer Gruppe der ab 60-Jährigen ergänzt. Allerdings taten dies die Quellen des 19. Jahrhunderts nichts, die bereits die Gruppe der 80-Jährigen als spezifisch zu markierende Gruppe kennzeichneten und immer wieder zusammenfassten.
Dies war letztlich der Grund, warum wir bei unserem verallgemeinerten Ansatz keine Methoden der Simulation oder Berechnung, Verhältnisberechnung benutzten, sondern uns an der besseren und repräsentativeren Datenqualität der Quellen selbst orientierte. Ganz ähnliche Probleme der Verallgemeinerung und Zusammenfassung treten auch bei den Berufen auf. Heutige Klassifikationsansätze gehen von der Existenz sehr spezifischer und detailreicher Informationen aus, die für historische Berufsangaben häufig nicht zur Verfügung stehen. So kann ich einen Beamten aufgrund des fehlenden Tätigkeitskonzepts nicht direkt in bestehende Klassifikationen einordnen. Ich kann ihn aber über verschiedene Abstraktionsebenen vom Konkreten zum Allgemeineren an der Informationsstelle einordnen, für den ich einen Kenntnisstand besitze. Solche Dinge kann man modellieren. Insgesamt haben wir für alle Datenreihen methodisch sinnvolle Wege gefunden, um die Informationsverluste mit Simulationen, Kategorienbildung, Glättung, Verallgemeinerung und zusätzliche Quellen oder Daten auszugleichen. Innerfachlich müssen wir uns eben verständigen, ob wir lieber mit Hochrechnung und Simulationen, Verallgemeinerung oder doch eben mit der Datenlücke hantieren wollen, beziehungsweise wie wir dies in der Modellierung des zeitlichen Vergleichs sichtbar machen. Wir haben in unserer Grafik ja darauf verzichtet, um einfach auch Schnittpunkte und Veränderungen sichtbar zu machen. Ähnliche Überlegungen sind für die Repräsentativität und Grundlagen der Auswertung von zur Verfügung stehenden Daten und Datenkorpora notwendig. Ein Problem, das in der Textanalyse der Digital Humanities bekannt ist und gelegentlich auch mal aufgespießt wird, dort aber nach meinem bisherigen Eindruck noch nicht ausreichend adressiert wird. Ist jetzt eigentlich der beeindruckende Datensatz von 10 Millionen Einzeleinträgen des Vereins für Computergenealogie repräsentativ, der aus den Sammlungen zahlreicher Genealogen in ganz Deutschland mit ihren weit verzweigten Familienverbänden zusammengesetzt ist? Und können wir daraus etwa einen Vergleich von Berufsstrukturen für Deutschland generieren, so wie ich das für meine hallische Bevölkerung in der tatsächlichen Langzeitbeobachtung vorhabe? Tatsächlich ähneln sich die Verlaufskurven dieses Datensatzes mit der allgemeinen Bevölkerungsentwicklung durch die Jahrhunderte. Räumlich und zeitlich fehlt bis heute aber eine Bevölkerungsgeschichte Deutschlands vor 1800, um überhaupt vergleichende Betrachtungen anstellen und mit irgendeiner Form von Repräsentativität erwägen zu können. Aber ehe wir uns vielleicht in solchen Fragen mit riesigen Projekten völlig verrennen, möchte ich eher eine neue Fehlerkultur in der deutschsprachigen Geschichtswissenschaft von Digital History einfordern. Was wir für die hermeneutische Deutung in ihrer Gebrochenheit annehmen, muss natürlich auch für die digitale Auswertung gelten. Lücken und bruchstückhafte Quellen können nicht plötzlich für die Visualisierung und Digital Humanities zu vollständigen Informationsangeboten enttotal werden. Die digitale Quellenkritik, das ist in der Vergangenheit ja schon intensiv diskutiert worden, muss sich einerseits an den Prinzipien unseres Faches orientieren, andererseits aber auch den Umgang mit Massendaten, Algorithmen und unklaren Datenstrukturen reflektieren. Es ist für die Auswertung häufig auch gar nicht so wichtig, dass jedes Wort korrekt erkannt und jedes Datum repräsentativ ist. Daten können auch völlig unbereinigt und fehlerhaft für andere einen hohen Mehrwert bieten und vor allem effektiv in ihrer Nachnutzung sein. Es braucht aber eine Diskussion, wie weit diese Akzeptanzschwelle reicht und was die unverrückbaren Grundprinzipien unserer Fachdisziplin sein sollen. Betrachtet man die Übersicht zur Datenqualität der Altersgruppen, gibt es zwei Datenreihen, die über alle 350 Jahre konsequent berichtet wurden. Das sind die beiden untersten Datenreihen der Totgeburten und der Sterblichkeit von Säuglingen, also aller Kinder unter einem Lebensjahr. Bei diesen beiden Gruppen hat sich relativ früh ein fester Standard mit stabilen Registrationsformen entwickelt, so etwa das, was wir heute in der Forschung unter Standards oder Normdaten diskutieren. Wenige, dafür aber effektive Mittel zum Austausch von möglichst gleichförmigen Informationen. Zentral für einen solchen Standard ist die Atomisierung der modellierten Informationen und eine gewisse Stabilität des Inhalts dieser Kategorie,
nicht der eigentlichen Begrifflichkeiten in den Quellen, die natürlich wechseln können. Berufsbezeichnungen sind Nomen für komplexe Inhalte und letztlich ist dies ja die eigentliche Ursache dafür, warum mir gestandene Fachwissenschaftlerinnen der eigenen Zunft die Unvergleichbarkeit in der Zeit signalisieren. Da sie komplexe Inhalte repräsentieren, trägt ein Beruf keine atomisierte Information in sich, sondern letztlich eine Vielzahl verschiedener Informationen. Daher lassen sich ganz verschiedene Analysen mit ihnen verbinden und natürlich auch zu komplexen Auswertungen am Ende wieder zusammenführen. Neben den einzelnen Tätigkeiten und Kompetenzen, etwa Arbeitsstätten, Produkte, Qualifikationen, Bildungsprozesse, Identitätskonzepte, Karrierestufen, Anerkennungsformen oder auch soziale Hierarchien. Über jeden einzelnen Punkt könnte man intensiv diskutieren. Am meisten ist über die Kategorienbildung soziale Hierarchien gestritten worden. In der modernen Berufsforschung kennt man mehr als 25 verschiedene Klassifikationsansätze. Der am Historischen Datenzentrum Sachsen-Anhalt entwickelte Klassifikationsansatz der Ontologie der historischen deutschsprachigen Amts- und Berufsbezeichnung schließt an internationale Standards zur Berufsklassifikation wie ISCO, HISCO oder der Klassifikation der Berufe 2010 an und nimmt Tätigkeitsprofile und Kompetenzen in den Blick, also keine sozialen, sondern maximal berufliche Hierarchien. Das heißt, ausgehend von den Überschneidungen oder Ähnlichkeiten einzelner Kompetenzen, Tätigkeiten und Verantwortung hat man diese durch eine Clusteranalyse in einzelne Berufsgruppen zusammengefasst. Nicht der Klassifikationsansatz, sondern die Modellierung der Information ist der Ausgangspunkt der Klassifikation. Der methodische Ansatz ist sehr präzise entwickelt und beschrieben worden, indem man zwei Informationen, die Tätigkeit und Berufskarriere, zwar in einem Code, aber dafür getrennt voneinander analysierbar macht. Letztlich hat man hier also ein Modell entwickelt, das den Anforderungen an eine quantitative Variable wie dem Alter ähnlich gerecht wird und das natürlich auch Modifikationen über die Zeit und den Raum erlebt. Ebenso, wenn sich eben inhaltliche Definitionen von Berufsangaben ändern. Auf gleiche Weise kann man nun die Modellierung weiterer berufsspezifischer zeitlicher Komponenten oder Ableitungen spezifisch der historischen Rahmenbedingungen hinzufügen, etwa bestimmte Rechtsstati, herrschaftsrechtliche Grundbedingungen, Familienrollen von Mitarbeitenden, Familienmitgliedern etc., die man dann wiederum zu komplexeren Analysen aufbaut. Zunächst bietet diese Verwendung eines aktuellen internationalen Standards und seine Erweiterung auf bzw. um historische Berufsbezeichnungen zunächst einmal eine wunderbare Grundlage, um Tätigkeits- und Berufsangaben vergangener Zeiten mit heutigen Berufsstrukturen zu vergleichen. Für die Stadt Halle ist etwa ein solcher Vergleich aufgrund der vorhandenen Mikrodaten für das 18. Jahrhundert möglich. Sehr schön lassen sich damit die strukturellen Veränderungen aufzeigen. Für Halle etwa das Verschwinden der handwerklichen Produktion und des Militärs zugunsten von Berufen in der Verwaltung und, das ist das weitere Aufmunterungsbonbon in den Zeiten der Pandemie, im Medizin- und Sozialwesen. Das sind also hier die Branchen, die heute sehr viel prominenter vorhanden sind als in vergangenen Zeiten. Damit bin ich dann natürlich erst da angekommen, wo historische Forschung für einzelne Städte oder dörfliche Regionen schon immer waren. Der Unterschied liegt jetzt letztendlich in der Herstellung von Nachvollziehbarkeit, der fast automatisierten Nachnutzbarkeit für andere Projekte. Je nach Herkunft der Daten und Datenqualität liegen unsere Erkennungsraten momentan bei 50-90%. Und der Vergleichbarkeit mit anderen historischen sowie modernen oder internationalen Analysen der wirtschafts- und sozialgeschichtlichen Forschung. In meinen Augen weder ein ganz kleiner noch unwesentlicher Schritt. Dort möchte ich aber nicht stehen bleiben, sondern statt des Querschnitts möchte ich natürlich zu einer Längsschnittanalyse kommen, die einerseits die individuellen Erwerbsbiografien der Menschen selbst, andererseits die Entwicklung von Berufen mit ihren Werden und Vergehen betrachtet. Dies gelingt, weil der Beruf ähnlich wie das Alter als Standard einer Einzelinformation modelliert wird.
Für die Langzeitperspektive in Halle sind allerdings auch noch die Massendaten aus dem 19. Jahrhundert notwendig, die wir gemeinsam mit dem Verein für Computergenealogie mit einem bürgerschaftswissenschaftlichen Erfassungsprojekt für die Eheschließung beginnen wollen. Kleiner Werbeblock: Das von Moritz Müller verantwortete und von Hisdata unterstützte Projekt beginnt mit einem digitalen Workshop am 12. März 2021. Wer also Lust hat, sich das Erfassungssystem des Vereins einmal anzusehen, ist gerne dazu eingeladen und kann mir eine E-Mail schicken. Werbeblock Ende. Damit kann Digital History tatsächlich das umsetzen, was in der Kulturgeschichte immer wieder gefordert wurde. Sie kann die Dynamik von Lebensverläufen und Biografien besser rekonstruieren und in ihrer Längsschnittentwicklung sichtbar machen. Fassen wir die Betrachtung zusammen. Ich hoffe, ich konnte nicht nur glaubhaft machen, sondern geradezu unter Beweis stellen, dass die Modellierung des zeitlichen Vergleichs eine wesentliche Kernaufgabe von Digital History sein sollte und dass die Konzentration darauf uns auch zu zentralen Fragestellungen unseres eigenen Faches führt. Allein in den beiden hier vorgestellten Themenkomplexen zur Altersentwicklung und Sterblichkeit, gerade in der Pandemie, und zur Sozialgeschichte und Berufsforschung gibt es mithilfe dieser beiden vorgestellten Datensätze vielfache Anknüpfungspunkte an die gegenwärtige Forschung. Gemeinsam müssen wir uns über die methodischen Grundlagen der Langzeitmodellierung verständigen, die einerseits Aspekte von Repräsentativität vieler Kultur und digitaler Quellenkritik, andererseits die Entscheidung zwischen Simulation und oder Verallgemeinerung, Abstrahierung in ihren Problematiken näher bestimmt und in ihren Abwägungen und Entscheidungen diskutiert. Wie mein Beitrag vielleicht zeigen konnte, ist nicht so sehr der Unterschied zwischen der quantitativen und der qualitativen Kategorie, sondern die Herstellung von Vergleichbarkeit über die Zeit das Problem. Über die exakte Modellierung einzelner Entitäten kann man dies leisten, was allerdings aufwendig bleibt. Probleme bereiten vielmehr die Quellenbrüche zwischen Mikro- und Makrodatenverfügbarkeit, besonders mit dem Beginn des statistischen Zeitalters im 19. Jahrhundert, die eine methodische Herausforderung beim Langzeitvergleich darstellen. Mit Zunahme flächendeckender Digitalisierung werden sich die Grundbedingungen dafür zwar verbessern, sicherlich aber nicht so bald wirklich vollständig aufheben. Von daher macht es Sinn, genau über diese Problematik nachzudenken. Das Andocken zentraler inhaltlicher Entitäten der historischen deutschsprachigen Forschung an aktuelle internationale Taxonomien und Standards bietet wesentliche Vorteile für die Datentransparenz, Vergleichbarkeit und die Analyse, weil sie zeitlich übergreifende Analysen von Vergangenheit, Gegenwart und zukünftiger Prognose interdisziplinär erlauben. In diesem Sinne hoffe ich auf eine breite Nachnutzung der Ontologie der historischen deutschsprachigen Amts- und Berufsbezeichnung und ein Fortkommen dabei, nicht so sehr auf die Techniken zu achten, sondern die inhaltliche Datenmodellierung und die Erstellung inhaltlicher Normdaten stärker voranzutreiben. Herzlichen Dank.